Hallihallo, ihr hübschen Menschen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Wonder. Das letzte Mal haben wir hier in Welt 6 im Vulkan aufgehört. Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Anscheinend können wir nach links. Es ist für mich tatsächlich ein bisschen her. Oh, so erschöpft. Ein Felsen blockiert die Abkürzung zum Palast. Ich möchte den Felsen zertrümmern, um meine Freunde wiederzusehen. Aber ich bin vor Hitze ganz kraftlos. Vielleicht hilft mir ein bisschen was von deinem Geld, dass ich meine Freunde wiedersehen kann und ich mich nicht mehr warm fühle. Das macht Geld mit einem, wirklich. Also ja, dann, also wenn das Geld mit einem macht, dann bitte sehr, ne? Ja, auf einmal, ne? Man kriegt 50 Euro, mein Eim ist nicht mehr warm. Und auf einmal hat man die Motivation, mit Freunden rauszugehen, ne? Ist bei uns ja genauso. Wir gehen mit unseren Freunden am Wochenende nicht raus, aber wenn uns jemand 50 Euro geben würde, dann würden wir auch was mit denen unternehmen. Yippie, die Abkürzung ist wieder frei. Wenn ihr zum Palast möchtet, hier entlang. Warte, was? Ist der Palast nicht hier oben bei der 15? Hä? Also ich meine, da unten ist was mit der 25, ne? Nicht falsch verstehen, aber das oben sieht wie ein Schlosspalast aus. Aber dann gehen wir hier weiter. Wir können auch nur nach da oben, weil da unten links ist der Zugang irgendwie noch zu. Ist nicht schlimm, um Himmels Willen. Dann gehen wir einfach... Was passiert hier gerade? Hä? Okay, jetzt haben wir hier den Weg nach oben freigeschalten. Zum Palast. Okay, ergibt Sinn. Aber wir haben noch keine 15 von diesen Teilen. Erst 14. Konnten wir in der Mitte hier nach links schon? Dann gehen wir hier runter und jetzt einfach nur nach links. Ach, die Brücke. Du willst Geld. Lass mich raten, oder? Ich möchte zur anderen Seite, aber ohne Geld mache ich gar nichts. Also, wenn ich schon was will, dann will ich auch noch, dass du mich dafür bezahlst. Ja, überredet. Logisch, ne? Ergibt Sinn. Auch mal wieder. Der eine repariert die Brücke nur, wenn ich ihm Geld gebe, obwohl seine Minenleute da am Sterben sind. Der andere hier will seine Freunde sehen, aber will die auch wirklich nur sehen, wenn ich ihm Geld gebe. Die Brücke hier, ne... Eigentlich will er die reparieren, aber ist ihm dann doch auch scheißegal, wenn ihn keiner dafür bezahlt. Wobei der noch am ehesten Recht dafür hat. Er hat als einziger nicht gesagt, dass er irgendwie auf Freunde trifft oder so. Oh, kommt wieder die Hexe. Magma-Flugschiff kommt jetzt, oder was ist hier los? Komm, mach Hex, Hex, haha. Halt dein Maul, ey, und mach Hex, 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 los, Hex, Hex, los, Hex, Hex, los, Hex, Hex. Okay, was kommt denn hier? Mein Gott, wer hat damit gerechnet? Das Flugschiff. Luftgaläre in den Magmatiefen. Los geht's hier in der Luftgaläre. Übrigens, oh, wir haben die Blume. Okay. Ich habe ein Weilchen nicht mehr gespielt. Komme ich hier irgendwie durch? Nein, anscheinend nicht. Also, ich sollte hier wahrscheinlich durchkommen. Was bedeutet das? Ach so, ich kann mich so runterschlingeln. Okay, das wusste ich nicht. Hahaha. Nee, ich habe eine Weile nicht mehr gespielt. Also, es könnte sein, dass ich ein bisschen eingerostet bin. Und vor allem... Falls ich mal irgendwie schniefen muss oder so, tut's mir leid. Ich versuche das natürlich rauszuschneiden. Was mache ich denn damit? Ach, das Feuer weg. Okay, aber die Kamera geht nicht hoch. Jetzt erst. Wie asozial, jetzt wo ich aufgehört habe. Okay, okay. Will ich da runter? Also ich will, da oben ist eine Lücke, seht ihr die? Oh, oh. Oh, oh. Oh, Alter, was ein Skill von mir. Okay, wir müssen... Ich weiß nicht, warum da unten so Sand ist. Das sind halt Feuerspuren. Ach so. Das ist schon wieder für die grüne Flamme. Ja, aber ich bin noch stark angeschlagen. Vor allem habe ich übelst Kopfschmerzen. Aber ich hoffe, dass das hier passt. Ansonsten kann ich natürlich pausieren. Aber schniefen werde ich rausschneiden, natürlich, so gut es geht. Aber falls man nur eins drin ist, dann tut es mir leid. Okay. Da kann ich nichts mehr tun. Ich habe es verkackt, oder? Guck mal das hier an. Wuhu! Okay. Ich hatte eine coole Idee. Aber es war nicht so cool. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, jetzt haben wir nämlich die Münze. Ja, wir haben alle zwei. Jetzt brauchen wir die nicht mehr holen. Eigentlich war das schon ziemlich smart. Also ich meine, ich konnte die vorher nicht sehen. Ich weiß gar nicht mal, ob ich da auf die springen muss oder nicht. Aber egal wie, ich müsste das Level so oder so nochmal machen. Also kann ich auch für die sterben. Und sie dann behalten. System ausgetrickst. Aber das meinte ich halt schon mal, als ich gesagt habe, das Spiel ist halt schon irgendwie fast zu fair, was das da angeht. Deswegen, ja, keine Ahnung. Das wäre cool, wenn man sich damit so Tarzan-mäßig so schwingen könnte. So, oh, ja, ja. Ich komme nicht so ganz hoch mit der Stimme momentan. Nicht schlimm. Nicht, dass ich sonst hochkommen würde. Also mit der Stimme. Sonst komme ich hoch, ne? Nicht falsch verstehen, jo. Um Himmels Willen. Oh, gib mir die Blume. Warte, können wir die damit gucken? Nein, können wir nicht. Oh, oh. Kann ich die damit... Ich kann die nicht auslösen, so. Aber ich sehe, wo ich hin muss. Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Oh mein Gott, war das knapp. Die war fast aus dem Bildschirm. Ah ja, stimmt. Jetzt schießt der Typ wieder. Das habe ich ganz vergessen. Ja, dann schieß mal hier hin. Schieß mal hier hin, Bro. Schieß mal hier hin. Da, ja, ja. Und jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ich bin weg. Du hast mich nicht mehr rum. Du bist ein Nob. Oh, oh. Egal, wir brauchen eigentlich nichts mehr sammeln. Wir müssen nur noch überleben, ne? Ich lass ihn mal dahin schießen, weil ich nicht weiß, was hier genau passiert. Kann ich hier rein? Oh, oh. Ich werde Schaden kriegen.
Du hast auf mich geschossen, Oni-chan. Okay, mal wieder hier hin. Das dauert gerade ein bisschen. Die Map hängt manchmal ein bisschen. Also, ich glaube, ich kann da auch gerade nicht viel machen. Ich glaube, ich muss hier einfach gerade abwarten. Wir könnten ihn noch hier holen. Jetzt geht's langsam weiter. Ich weiß nicht, ob es absichtlich ist. Soll ich es loslassen? Ich weiß halt nicht, was die von mir... Jetzt geht's. Also, vielleicht hätte ich doch irgendwas machen. Ich weiß auch nicht, warum ich da schieben kann. Also, was interessiert mich denn da, ob die da blasten? Kann ich die Teile kaputt machen? Oh, kann ich. Oh, oh. Tschüss. Oh, oh, shit. Ich habe einen mitgenommen. Töte den. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Oh, oh. Jetzt muss ich halt wirklich aufpassen, weil ich rumgedörbt habe. Gib mir eine Power-Up. Oh, oh. Oh, mein Gott. Ich habe so hart rumgedörbt. Aber ich bin so gut. Woo! Alter. Ich hätte das fast sowas von weggeworfen. Ah, jetzt kommt wieder der Boss, ne? Also irgendwie war das ein doofer Autoscroller, aber es liegt halt wirklich daran, dass ich nicht ganz verstanden habe, woran es jetzt... Also, ob ich daran ziehen musste oder nicht, damit es weitergeht. Okay. Ja, Laser halt einfach alles weg. Jo. Also die Idee ist natürlich wieder cool, brauchen wir nicht drüber reden. Warte, wie soll das... Ah, okay. Nein, okay. Ich dachte eigentlich, dass ich auf die springen kann, so Brücke zu Brücke. Ah, kommst du hier hin? Komm, mal schneller. Lass dich hier hoch. Und... Woohoo! Oh, vor den... Oh, man kann da einfach nur auf den laufen. Man muss gar nicht mal richtig krass draufspringen. Der da hier war auf jeden Fall ein Ticken besser als die anderen beiden. Der erste, gut, dass der nicht der krasseste ist, ist klar. Aber der zweite, der war echt doof. Der Bossfight war jetzt so gesehen, wäre der besser gewesen, wenn das der zweite gewesen wäre. Aber Bossfights sind hier in dem Spiel einfach whatever. Jetzt haben wir 15 Marken und könnten so gesehen ins Schloss gehen. Warte, hier können wir wieder runter. Warte, wo kommen wir hier hin? Okay, das ist übelstes Labyrinth. Hier ist eine Abkürzung und eine Kampfparty. Gehen wir erst in die Abkürzung. Oh mein, die machen mich noch pleite. Die machen mit mir, was ich gerne mit euch machen würde. Das Geld aus der Tasche ziehen. Aber ihr seid nicht so dumm wie ich. Die Abkürzung nach oben ist blockiert. Von da bin ich gerade gekommen. Aber wie gesagt, ich bin dumm. Ich gebe ihm jetzt trotzdem mein Geld. Hey, da hat er mein Geld aus dem Fenster rausgeworfen. Dankeschön. Jetzt kann ich hier endlich nach rechts, was gar nichts ändert. Weil ich an sich... Also hier habe ich wirklich nur Geld ausgegeben damit, dass ich weniger rumlaufen muss. Vor allem kann ich mich einfach zu Leveln teleportieren. Also es war wirklich dumm mal dumm. Nicht dumm plus dumm, sondern dumm mal dumm. Also dumm zum Quadrat. Aber wir gehen nach links zu dieser Kampfparty, Magma Arena. Man gebe mir den Elefanten und den Elefanten, denn ich bin eine Elefantenfrau und ich lümmel alles weg. Was sind das für Gegner? Die kennen wir noch nicht. Bringen die sich um? Ich darf nicht auf den Felsen. Das ist absolut nicht fair. Das wurde mir nicht gesagt. So, 8,88 Sekunden für das erste von vier. Aber ich glaube, dass man mehr Zeit hatte bei dem einen, was auch aus vier Leveln bestand. Das heißt nicht, dass es zwangsläufig immer so ist, ne? Das kann sich natürlich ändern. Was machen die denn? Also, okay. Ja, da ist mein Lümmler weg. Ja, scheiße. Ich brauche ein neues Power-Up, Leute. Kommt hier hin, kommt hier hin. Ah, ich lock die mit den Münzen, oder was? Ich werde hier sterben, ich werde hier Game Over gehen. Scheiße. Oh, oh. Das Ding ist... Ja, das... Ich habe einfach verkackt. Das ist das Ding. Das ist... Sind die Kopf... Wie soll ich das denn machen? Ah, okay. Ich weiß, wie ich das machen soll. Ich... Ja, so. Genau so. Ja, super. Komm, mal bitte eine neue. Ich hab verkackt. Irgendwer hat das Teil weggeworfen und ich weiß nicht, wer das war. Ich nenne jetzt keine Namen. Also ihr bitte auch nicht. Kommen die nicht raus, wenn ich da drauf rumtanze oder was? Ich raff's nicht. Anscheinend nicht. Ja, das hat zu viel Zeit gekostet. Das hier könnte mich das ganze Spiel gekostet haben. Puh! Okay, weiter, weiter, weiter. Scheiße, ich hatte gehofft, dass ich vielleicht einen mitnehmen kann. Wenn es jetzt vorbei wäre, hätten wir es geschafft. Weil es immer unter 80 oder 90 Sekunden für drei Level war. Okay, keine Ahnung, was das hier für Gegner sind. Feuerspucker. So. Du kannst mich mal... Ich weiß nicht, was das hier macht. Okay, ich weiß es. Okay. Nein, ich werde sterben. Oh, ich bin so gut. Komm, bitte fahr, bitte fahr. Gut, dass die sich hier im Dreierkreis drehen. Ja, ich muss hier mich jetzt aber beeilen. Und 90 Sekunden damit schafft... Nein! Okay, 90 Sekunden schaffen wir nicht mehr. Aber wenn es unter 100 ist oder unter 95, dann schaffen wir es noch. Komm, 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 komm.
Das letzte Mal waren es, glaube ich, 120 oder so. Komm, gib's mir. Wie viele sind's? 100! Woo! Ohne Power-Up. Ich habe das ganze Level ohne Power-Up gespielt. Easy. Okay, ich bin tatsächlich ein bisschen stolz auf mich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Aber dann schaffen wir auch als kleine Peach Wellengang im Lavatunnel. Das Ding ist halt, wenn man... Danke sehr. Ich will zurück. Ja, scheiße. Das Ding ist halt, wenn man... Ja, schlechter hätte ich es mir nicht finden können, oder? Scheiße, Mann. Das Ding ist halt, wenn man so schnell das Power-Up... Ich will in die blaue, glaube ich. Oh, oh. Will ich in überhaupt eine? Ja, scheiße. Ich bin tot. Ich habe einen Stern diesmal. Das bringt mir nicht mehr. Ich will einfach nur ein Power-Up. Ich wäre ja nicht mal an dem Gegner gestorben, wenn ich nicht irritiert gewesen wäre, ob diese blaue Röhre hier irgendwas bringt. Da komme ich nicht rein. Okay. Easy. Also, das, ich bin ja jetzt nicht gestorben. Was? Warte, was ist das? Ach, die Wunderblume. Alter, was passiert jetzt? Was passiert hier? Was muss ich machen? Einfach nur 60 Sekunden überleben? Ja, ich passe auf. Und du? Oh Gott. Das Ding ist halt, wenn man so schnell sein Power-Up verliert, ne? Dann hat man halt Angst, dass man alles nicht schafft. Auch wenn es prinzipiell nicht schwer ist, aber man hat es ja schon nicht geschafft, obwohl es am Anfang nicht schwer war. Okay, ich glaube, ich muss wirklich nur überleben eine Weile. Du gehst mir ein bisschen auf den Sack, Blume. Aber der hier ist relativ angenehm, oder? Okay. Ich war ready, genau jetzt schon zu sterben. Aber man sieht vorher, wo er hinschießt. Das heißt, wir tanzen am besten immer so direkt dahin, wo er als letztes hingeschossen hat. Okay, jetzt Mitte. Da ist aber der Samen drin, oder was? Okay. Die Blume ist einfach so. Pass bitte wirklich einfach auf. Okay, Klaus, pass auf. Feuer. Achtung, pass auf. Feuer, 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 Feuer. Pass auf. Feuer, Feuer, Klaus, 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 Klaus. Feuer, 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 Klaus. Egal. Ein Pilz ist besser als nichts. Warum laufen die? Können die da drauf laufen oder ist das eine geheime Nachricht für mich? Du bist tot. Wartet mal. Boom. Ich hab verkackt. Ich glaube tatsächlich, dass man das so spielen... Wow. Gut, Klaus. Dass man das so spielen sollte. Nur halt natürlich nicht danach getroffen werden. Aber ist jetzt auch wieder egal, weil wir haben wieder... Die Münze. Easy peasy. Dank diesem netten System hier. Aber ich glaube, man sollte wirklich einfach auf diese Viecher draufschwingen. Alter. Da wollten die mich aber umbringen. Okay, ich sehe, was hier von mir verlangt wird. Nämlich, dass ich neben dieser Box... Nein! Nicht Blumi! Deine Schuld! Okay, wir warten einfach ab. Oh Gott. Das hier ist... Das ist auch nice. Das hier ist ein Autoscroller, obwohl es kein Autoscroller ist. Also, die Map scrollt nicht von automatisch, aber wir können nicht weiter... Ohne dass hier die Sachen kommen. Und damit ist es wieder ein Autoscroller. Okay. Uiuiui, da wäre ich fast runtergefallen. Warte. Habt ihr es gesehen? Alter, das hättet ihr mir nicht zugetraut. Aber, ne? Headache Klaus, easy peasy. Okay, soll ich... Was wird das hier jetzt? Also wir müssen gleich ins Ziel springen, ne? Okay. Ich würde gerade sagen, ich denke am höchsten Punkt wahrscheinlich. Ganz klar ging es jetzt hier aufs Ziel zu. Aber trotzdem ein wenig irritiert. Gib mir den Samen. Mach mich schwanger mit deinem Samen. Dann geht's weiter nach links. Alter, hier ist aber jetzt Level an Level an Level oder was? Zeugen alter Zeiten. Das hier ist ein Fossil-Level oder so. Interessante Idee auf jeden Fall. Ich bin aber nicht vorsichtig. Was ist passiert? Warum? Ich hab's wirklich nicht verstanden, warum genau jetzt der... Der springt aber nicht immer, wenn ich springe. Okay, es ist kein Autoscroller. Wir müssen hier nicht vorballern. Wir können uns Zeit lassen. Hier reinfallen. Haha, reingefallen, Klaus. Haha, verstanden. Wortspiel. Hä, wenn ich die erste Münze krieg, dann scheint es so zu sein. Will ich hier reinfallen? Nein, will ich nicht. Reingefallen. Haha, da oben geht's auf jeden Fall weiter. No way geht's da nicht weiter, oder? Boom. Okay, ich wollte gerade sagen, also das ist so fucking auffällig. Das hätte nur Manu übersehen oder so. Ich hoffe, dass es jetzt hier auch irgendwas Besonderes gibt. Wo ist das Loch? Hier ist das Loch. Ja, will ich. Sterbe ich hier, wenn ich das tue? Danke. Also das hätte ich ohne dich nicht geschafft. Wirklich Korall von dir, Brudi. Sonnenblumen-Brudi. Okay, die zwei Dinger da hätten es einem verraten, wenn man sich so denkt, fuck, wo war die zweite? Und hey, ich bin hier rausgekommen. Kann ich die bewegen? Ja. Ich bin hier rausgekommen und da waren zwei Säulen. Kommt man aus der anderen vielleicht auch raus? Und dann kannst du halt gucken. So, yo. Komme ich wirklich? Okay, hier müssen wir vielleicht gleich Tricks mit der Wunderblume machen. Bisher ist es angenehm. Aber man... Also, Level wurden tatsächlich noch nie unangenehmer durch eine Wunderblume, oder? Die Wunderblume ist meistens ganz nett. Ulala, das war knapp. Ich wäre lieber... Ja, okay, außen wäre ich nicht lieber. Ja, halt dein München. Geh mir nicht auf Sächselche.
Jetzt haben wir einen Autoscroller. Da geht's hoch oder so. Nein! Oh mein Gott, das war knappi. Knappi, das kleine Krokodil. Ich glaube, ich muss jetzt auf das Teil warten, ehrlich gesagt. Okay, dann rennen wir mal hier hoch. Ich habe halt Angst, die Wunderblume zu verpassen. Oh oh, wir sollten alles aktivieren, was wir aktivieren können. Wo, Wunderblume? Die will ich nicht verpassen. Wo bist du, mein Wunderblum? Können wir damit zurück, theoretisch? Könnten wir nicht. Also wenn da die Wunderblume war, dann haben wir verkackt. Hier ist der erste Checkpoint. Wir haben schon alle drei Münzen, oder nicht? Uiuiui, dann kommt jetzt nur noch... Oh, was ist das? Die Wunderblume. Sehr interessant, dass hier Knochen... What? Wer ist das denn? Hallo? Wer bist du denn? Hä, wie cool, ein Drache. Hä? Fliegt er übers Ziel? Okay, hier gibt's ein Geheimi. Ein Geheimi gefunden, Leute. Mit einem coolen Drachen. Wie cute ist der denn? Hä, hat der einen Namen? Also, der hat wahrscheinlich einen Namen. Aber kennt man den schon vorher, meine ich? Oder muss ich jetzt googeln? Oh, oh. Alter. Ist von dir das Fossil? Von deiner... Rassel? Ihr seid ausgestorben. Hat euch Bowser umgebracht. Hilfe. Was genau passiert hier? Okay. Ich wollte gerade sagen, du hast mich übelst verkauft. Aber hat er doch nicht. Das ist wirklich... Okay, er verkauft mich nicht. Glaube ich. Er fliegt nur im Kreis. Ich wollte gerade ohne ihn da weiterspringen. Okay, Brudi. Ich habe keine Ahnung, was du da machst. Ich gehe jetzt ohne dich weiter, weil du mich wirklich nervös machst. Ich brauche dich wieder. Komm, bitte. So nicht. Okay, so. Gut, da wären wir auch noch ohne ihn rübergekommen. Brudi, was ist denn los mit dir? Also wirklich, kein Wunder, dass du ausgestorben bist. Wenn du einfach in die Lava fliegst... Gut, das hätten wir alles ohne ihn geschafft, tatsächlich. Dann kannst du wieder sterben. Tschüss, da ist er tot. Danke sehr, willkommen zurück. Und yay, ab da ins Ziel. Das heißt, wir müssen nochmal ins Level und die zweite Wundersamen-Münze holen. Ja, es ist jetzt eine Wundersamen-Münze und nicht mehr nur ein Wundersamen. Müssen wir doch nicht. Was? Wir haben hier sogar einen grünen Stempel. Okay. Vielleicht sind wir mit der Röhre wieder dahin gekommen, wo er drüber geflogen ist. Dann können wir geradeaus nicht weiter und müssen wieder nach rechts, weil wir ja hier einfach die Abkürzung nach unten genommen haben, anstatt weiter nach links zu laufen, zum Beispiel zum heißen Pflaster. Ah, jetzt lernen wir, dass wir nicht auf die Steine dürfen. Oh, den können wir dagegen laufen lassen. Wie ich hier schon alles durchschaut habe. Mit dem Elefanten. Ich vermute... Du bist so ein Arschloch. Ich wollte gerade sagen, wir können wahrscheinlich... die Steine damit abkühlen. Ist nur die Frage, ob permanent... Was ist jetzt passiert? Okay, egal. Wir können manchmal auf die drauf... Können wir auf die drauf, wenn die nicht... Oh, nein. Lass mich da... Ich habe kein Wasser mehr in mir. Fuck. Warte, okay. Lass mich hier hoch. Was ist los mit dir, Brudi? Stirb mal ein bisschen. Achso, du willst einfach nicht sterben. Ja, und dafür kriege ich nur so Kackmünzen. Also damit konnte ich mir gar nichts kaufen. Was wird das hier? Warte, geh nach unten durch. Okay. Das wollte ich nicht. Ja, jetzt habe ich Kacke gemacht. Ich weiß, ich habe so Angst, dass ich... Bitte? Lande hier drauf. Kann ich hier rein? Nein. Ah, das ist eine Wasserdings. Okay. Dann können wir ein bisschen ausprobieren. Wir können damit auch die Teile löschen. Das ist gut zu wissen. Weil das habe ich mir gerade gedacht, was ist, wenn ich die löschen muss und die irgendein Secret geben. So, gib mir nochmal einen Elefanten. Elefantos Maximus. Danke sehr, hat er sogar wirklich gegeben. Danke. Da wollen wir... Wie kommen wir da durch? Durchgelümmelt, ganz klar. Doofe Frage. Als hätte ich das Elefanten-Power-Up zum ersten Mal. Habe ich aber nicht. Habe ich aber nicht. Das war doof. Ein Stern. Okay. Da ist die 10er-Münze. Ah, shit. Aber... Okay, der Stern ist just for fun. Man hätte ihn nicht gebraucht. Aber sie haben gesagt, ja, hab Spaß. Hätte ich... Ich hätte das genau in dem gleichen Tempo auch ohne Stern tatsächlich geschafft. Glaubt mir jetzt vielleicht keiner. Und... Fahr, Brudi! Tschüss! Grüß deine Familie von mir! Jetzt... Hier ist halt so jetzt so eine Stelle, wo ich denke... Hoffentlich muss ich hier nicht... zu einem Secret mit denen. Was bedeutet das da? Dass die da oben... So... Ja, scheiße. So ein Argi. Die sind echt ein bisschen nervig. Was sind das überhaupt? Mozart-Gumbas oder was? Also wirklich. Ultra-cringe. Habe ich den nicht gerade getroffen mit dem Wasserteil? Eigentlich schon. Und eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind. Okay, hier, das ist schon wieder irritierend. Wo wollen wir da hin?
Also es gibt noch eine Wunderblume, die ich brauche und eine Münze. Naja. Keine Ahnung, Mann. Dann machen wir einfach so. Ich kann auch im Notfall Schaden kriegen, ne? Das ist egal. Wir haben ja noch ein Power-Up. Halt dein Maul. Ich will dir gar nicht hören, was du zu sagen hast, weil du eh nichts Schlaues zu sagen hast. Du bist nur ein Nervensäge. Aber die sehen doch wirklich aus wie Mozart Gumbas, oder? Okay, ich weiß, wo ich gerade mit dem Dingens hingemusst hätte sein. Nein, ist nicht wahr. Ist nicht deren Ernst. Das war alles scheiße, alles umsonst. Kommen wir da hoch. Ja, dann wachs doch nicht hier. Wachs doch woanders. Ich bin auch... Ne? Man kann doch auch auswandern. Ihr tut immer so, als wären euch die Hände gebunden, aber das ist gar nicht so. Ihr könnt einfach eure Wurzeln nehmen und woanders hingehen. Aber es ist ja... Das ist so unfair jetzt, egal. Es ist halt immer einfacher, wenn man einfach nur... Tschüss! Okay, wir brauchen noch die Blume. Das hier sieht so aus, als würde ich hier zum Ziel kommen. Da gehe ich nochmal zurück. Wo genau bin ich hier gelandet? Ich springe gerade einfach nur über alle Sachen nach links zurück. Aber ich weiß nicht, ob das absichtlich ist. Da ist der Chaggle. Hier bin ich raus. Ihr seht, wo wir sind, ne? Was genau passiert hier? Scheiße, jetzt habe ich den Dingens verloren, weil ich... Ich glaube, ich hätte der hinterher gemusst. Ich glaube, ich habe einfach verkackt jetzt. Och nee, oder? Aber was genau ist hier passiert? Ich glaube, springe ich mal um. Also ich bin von hier aus einfach nach links gesprungen. Und dann war ich hier. Und da gab es jetzt das Teil, was wir am besten verfolgen sollten, gehe ich mal von aus. Diesmal machen wir das auch. Los. Ich krieg sogar für dich Schaden, okay? Carmen, für dich würde ich Schaden nehmen. Das hier sah eh vorhin schon verdächtig aus. Das ist auch immer noch verdächtig. Eine Tür. Genau den Block fand ich verdächtig. Ich wollte es nur nicht ansprechen. Was genau passiert hier? Wo genau bin ich hier? Ich wollte es nur nicht ansprechen, weil ihr mich dann wieder für verrückt erklärt hättet. Ich habe jetzt ein bisschen Dummheiten gemacht, tatsächlich. Ah, nee. Wir können den Elefanten hier nehmen. Sehr schön. Dann können wir das hier bessern. Er gibt eh... Ich wollte gerade sagen, wir brauchen eh den Wundersamen. Ich falle auch immer wieder drauf rein, ist das Problem. Plup, komm. Warum will ich dich überhaupt auslösen? Hier unten? Oh, oh. Ist wieder sowas, was man weglöffeln kann. Und da ist wieder eine Röhre. Hier ist ein Bowser-Ding? Was? Das ist absolut nicht das, womit ich gerechnet habe. Ich war auf der Suche nach der Blume. Ich nehme den Secret Exit, versteht mich nicht falsch. Aber ich suche noch immer die Blume. Wo Blume? Und damit haben wir beide Wege freigeschalten. Das ist so komisch bei den Secret Exits. Aber dann gehen wir nochmal rein und suchen die Blume. Hier ist es gerade am Leuchten. Haben wir diese Blume nicht ausgelöst? Wollen die mir wirklich sagen, diese Blume habe ich nicht ausgelöst? Jetzt brauche ich nur noch so ein Teil mit Wasser, bitte. Ist hier Wasser drin? Ja. Also das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ich diese Blume nicht ein einziges Mal ausgelöst habe. Das glaube ich keinem. Wenn... Okay. Okay, anscheinend war es dann wohl so. Also ich hätte schwören können, dass ich alles angewässert habe. Ich meine, ich bin ja nicht ganz dumm, aber anscheinend bin ich es doch. Ja gut, das ist irgendwie doof gelaufen. Wir müssen uns beeilen, tatsächlich. Upsi. Wir haben nur 70 Sekunden, um hier ein paar Sonnenblumenmünzen zu kriegen. Gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Noch. Aber ich gebe hier jetzt wieder den Wundersamen ab und ihr sterbt dann wieder alle. Ja, was haltest du davon? Was haltest du davon? Dies ist Deutsch. Hater würden sagen, es war kein Deutsch, aber das sind Hater. Und Hater sind uns egal, weil wir einfach easy die Blume von alleine gefunden haben. Wir mussten nicht auf den Fühler umrüsten. Ach, jetzt lebt er. Ja, aber es ist ja trotzdem noch heiß, Brudi, ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Also du, wenn wir ehrlich sind... Bin ich runtergefallen und könntest du jetzt eigentlich wieder eingehen? Wuhu, nein! Egal, wir sind bei dem anderen ganz weit oben gelandet, ne? Sollte scheißegal sein, wir haben trotzdem die Flagge. Auch wenn sehr traurig, wenn er mit hängt. Ja, da haben wir doch alles. Easy. War einkalkuliert. Ich wollte nur einen Joker machen, über den ihr lachen könnt. Dann gehen wir hier nach oben ins Magmatiefen Observatorium 3. Ist wieder nur Gelaber, oder? Ich habe förmlich drauf gebrannt, den Palast im Alleingang zurückzuerobern, aber dann ist es mir zu heiß geworden und niemand hat mir Geld gegeben. Deswegen habe ich es nicht getan. Da fällt mir ein, ich habe hier etwas Nützliches gefunden. Du solltest es an dich nehmen, Prinz Florian. Du hast Klausi Mausi Peachy Schmichi falsch ausgesprochen. Der Fühler geht.
Los, hey, hier ist ein Samen, hier ist ein Samen. Wer hätte damit gerechnet? Und dann können wir noch eine Verschnaufspause machen. Vorsicht, heiß. Okay, Verschnaufspause und Vorsicht, heiß. Ich glaube, wir haben verschiedene Vorstellungen von Verschnaufspausen. Also, der Sommer ist nicht immer so verschnaufend. Kann ich hochlöffeln? Nicht so ganz. Wir nehmen mal ein bisschen was mit, habe ich wieder verloren. Muss ich nur reinlaufen eigentlich? Oder muss ich... Das ist mir egal. Das ist mir komplett egal. Ich bin hier nur wegen... Oh, wir können hier hoch. Und wieder ein Secret Exit gefunden oder so. In der Verschnauf... Das wäre so asozial. Ich fände es funny, aber es wäre schon assi. Was passiert? Ich musste die alle. Das wusste ich nicht mal. Es war... Ja, ich habe die gar nicht mal... Ach Mann, das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte die hier treffen und habe die nur verfehlt. Diese doofe Pflanze. Oh, wow. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber es macht mich wirklich immer ein bisschen wütend, wenn man so Secrets findet und dann kriegst du so 5 Münzen. Bitte sehr, fick dich in dein Knie, Klaus. Gib mir Secret Exits! Jetzt haben wir 25. Mit denen können wir natürlich hier hin und ein neues Abzeichen oder was? Ist es? Nee, das ist ein Rutschabzeichen. Es sollte eine Prüfung sein, die wir schon haben, ne? Ist es auch. Abzeichentest Jetantrieb 2. Das war auch das, wofür... Ich wollte sagen, das war auch das, womit wir kurze Zeit in der Luft laufen konnten und dann springen. Da wollte ich sagen, ich weiß ja, wie das geht und genau wie das letzte Mal. Was genau passiert hier gerade? Okay, 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 okay. Uah, das ist crazy, weil... Also ich meine, die Münzen zeigen einem hier noch den Weg, ne? Das ist nett. Alter. Aber sonst zeigen die einem immer den Weg. Und jetzt muss es ohne Weg machen. Das Ding ist halt, das Level ist halt so aufgebaut, ne? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Also ich weiß, was ich gemacht habe. Ich bin nicht gesprungen, sondern ich habe mich gedreht. Und ich möchte natürlich erst springen und mich dann drehen. Ich... Anscheinend in die obere. Okay, ich könnte es mir aussuchen, wenn ich es nicht schaffe, theoretisch in die andere zu gehen. So. Okay, ich dachte, ich muss jetzt schon... Das... Oh mein Gott! Das hat mir das Spiel geschenkt. Ich war nicht oben. In meines Erachtens war ich nicht oben. Das hat das Spiel mir netterweise geschenkt. Ich nehme es an. Ich nehme es an. Ich weiß nicht, warum ich mit dem Jetantrieb so Probleme habe. Der ist an sich super simpel gestaltet, aber irgendwie derp ich rum. Ich glaube, dass dieses schnelle Laufen und dann dieses Panikieren, weil ich nicht genau weiß, bis wann ich noch springen kann. Und dann drücke ich einfach alle Knöpfe. Geil. Gehen wir noch links weiter. Und ich würde sagen, zum Abschluss dieses Partes machen wir den Abzeichentest Unsichtbarkeit 2. Damit hatte ich ja das letzte Mal super viel Spaß. Ja, wir sehen mich super gut. Okay. Okay. Und okay. Ich... Was? Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ich dachte, ich bin wo ganz anders. So, jetzt landen. Jetzt drehen. Okay, das Drehen sieht man ja. Also man kann sich so ein bisschen entlanghangeln, wo man halt gerade die Wolken... Und das ist ja auch so... Okay, ich bin gerade oben. Das ist ja auch so intended, dass man sieht, okay, ich nehme die Wolken hier weg und da bin ich. Oh, oh. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Eieiei, jetzt wird ein farbenen Teil. Okay, ich bleib einfach da drauf. Ich spring von selber so ein bisschen mit. Boah, chillig. Wir sind hier gerade voll so in der Abzeichenstraße. Danach kommt noch ein Abzeichenlevel, habe ich schon gesehen. Oh Gott. Und einfach durch, ja. Okay, genau. Das ist eigentlich schon interessant zu sehen. Oh nein. Oh nein, was passiert hier? Oh, oh, okay. Und hier hoch? Da gibt's nichts. Oh, ich lande auf ihm. Ich bin auf der Wolke. Jawohl. Ich bin die Wolke. Damit können wir es schaffen. Damit schaff selbst ich das rauszufinden, wo ich bin. Ich bin nämlich in der Wolke, liebe Leute. Und dann landen wir hier oben. Und einfach so drauf. Easy. Oh, danke. Danke für die... nicht Blume, Wolke. Uffi. Das Abzeichen könnte ich mir für eine lustige und coole Speedrun-Kategorie vorstellen. Du musst natürlich erstmal an das Abzeichen rankommen. Bis dahin wird das Spiel dann wahrscheinlich normal gespielt. Aber dann, sobald man es haben kann, Unsichtbarkeit Percent, Invis Percent, könnte schon lustig sein. Ich bin trotzdem kacke da drin. Aber wir würden jetzt hier für heute aufhören. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe euch nicht angesteckt über ein Video. Falls doch... Werdet doch Kanalmitglied, dann könnt ihr mir noch Geld geben. Davon werdet ihr nicht gesund, aber ihr kriegt coole Emotes. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es schon ab einem Euro haben für alle Emotes. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis denn, ey. Ciao, ciao.